Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Methodenmonster-Video. Heute geht es mal nicht direkt um Methoden, sondern eher um was Technisches. Ich zeige euch, wie man den Safe Exam Browser mit Opal konfiguriert. Der Safe Exam Browser dient dazu, in digitalen Klausuren sicherzustellen, dass Studierende nur das Browserfenster der Klausur aufhaben und keine weiteren Programme, keine AI, keine anderen Webseiten. Und ich zeige euch, wie man das Ganze aufsetzt mit dem Learning Management System Opal, was sachsenweit benutzt wird und eben dann auch an der TU Chemnitz. Das Video ist gerichtet an Dozenten, aber auch Studierende können was lernen. Sie sehen, wie sie vorgehen müssen, wenn eine Klausur tatsächlich mit dem Safe Exam Browser stattfindet. Es ist etwas länger geworden, aber ich glaube trotzdem, dass es ganz lehrreich ist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Video. Jetzt geht's los. Ich gehe davon aus, dass du den Safe Exam Browser bereits installiert hast. Falls das noch nicht der Fall ist, dann kannst du einfach unter dem Video dem Link folgen, auf die Seite gehen, das herunterladen und einfach installieren. Das ist nicht weiter schwer. Falls du doch Probleme hast bei der Installation von dem Safe Exam Browser, kannst du gerne unter das Video dein Problem schildern. Wir können das bestimmt aufklären. Ich denke, für die meisten wird das ohne Probleme funktionieren. Wichtig ist, das ist jetzt ein Tutorial für Windows. Das heißt, wenn du macOS hast, dann weicht das vielleicht ein bisschen ab. Da die meisten aber Windows benutzen, bleibe ich jetzt einfach mal dabei. Und für Linux müsste man sowieso ein ganz anderes Setup machen. Also sind wir jetzt hier auf Windows konzentriert. Nachdem du den Safe Exam Browser installiert hast, bist du vielleicht geneigt, den einfach direkt zu öffnen. Das solltest du aber nicht tun, denn was wir machen wollen, ist eigentlich erstmal die Konfigurationsdatei einzurichten. Das heißt, wir wollen den so einrichten, dass die Studierenden den dann auch benutzen können. Und am Ende geben wir einfach diese Konfigurationsdatei den Studierenden und damit können die dann den Safe Exam Browser direkt starten. Das heißt, wir wollen den jetzt nicht öffnen, sondern was wir haben wollen, ist das SEB Configuration Tool. Das wollen wir starten. Und das SEB Configuration Tool sieht so aus. Es gibt ganz viele Menüeinträge, aber eigentlich brauchen wir die meisten überhaupt nicht. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht auch zum allerersten Mal mit dem Safe Exam Browser arbeitest, dann reicht es im Grunde aus, hier in diesem General Tab die Einstellungen vorzunehmen und dann vielleicht noch im Config-File und auch hier in dem Exam etwas einzustellen. Also den Rest, den kannst du eigentlich so lassen, wie der ist, weil die Standardeinstellungen schon eher auf der sicheren Seite sind. Was du aber auf jeden Fall eintragen musst, ist die URL, mit der der Safe Exam Browser startet. Das wäre jetzt für die TU Chemnitz, sofern der Exam-Server genutzt wird, einfach exam.tu-chemnitz.de. Das HTTPS nicht vergessen, also es muss eine vollständige URL sein. Und das ist dann die Seite, auf der die Studierenden dann rauskommen am Anfang. Dann ein Administrator-Passwort könnt ihr theoretisch vergeben. Ich denke, das ist nicht sinnvoll, weil schon das Setup recht sicher ist. Das wäre vielleicht relevant, wenn ihr das im PC-Pool aufsetzt. Das sollte auf jeden Fall angeklickt sein. Das bedeutet, dass der Nutzer aus dem Safe Exam Browser wieder rauskommt. Das ist sinnvoll. Nur wenn ihr ein etwas anderes Setup habt, würdet ihr hier das wegklicken. Und in meinem Fall habe ich jetzt auch ein Passwort gesetzt für das Herausgehen aus dem SEB, also das Beenden des SEBs, habe ich jetzt Passwort geschützt. Da müsst ihr überlegen, wie ihr euer Setup wählen wollt. Also, wenn ihr einfach kurz bevor die Klausur losgeht, den Studierenden die Konfigurationsdatei gebt, dann denke ich, ist es sinnvoll, hier ein Passwort zu vergeben, weil dann die Studierenden nicht einfach aus dem Browser, aus dem Safe Exam Browser rausgehen können und den dann vielleicht wieder starten. Also die ganze Idee ist ja, dass die nicht aus der Klausur rauskommen, um andere Programme zu starten. Wenn ihr jetzt hier kein Passwort setzt, dann können die ja doch raus, irgendwas anderes starten, was nachgucken und dann wieder in die Klausur rein. Das wollt ihr eigentlich verhindern, deswegen würde ich hier schon empfehlen, ein Passwort zu setzen. Das Problem entsteht dann eigentlich nur, wenn ihr schon vorab diese Konfiguration testen wollt und den Studierenden vielleicht schon eine Woche vorher diese Datei gebt, diese Konfigurationsdatei, und die starten dann
den Safe-Exam-Browser und kommen dort nicht mehr raus, weil die kein Passwort haben. Ja, also da müsst ihr überlegen, wie ihr das mit den Studierenden vorher üben wollt, dass die wissen, wie das funktioniert. Und je nachdem, wie ihr das macht, könnt ihr hier ein Passwort setzen oder eben nicht. Im Grunde könnte man auch ein Setup wählen, wo gar kein Passwort vergeben wird, weil man eigentlich auch sieht, wenn jemand die Klausur abbricht. Das heißt, wenn der aus dem Safe-Exam-Browser tatsächlich rausgeht, würdet ihr das merken und der könnte dann auch nicht einfach so nochmal die Prüfung starten. Das müsstet ihr dann eigentlich erst freigeben. Deswegen theoretisch könnte man hier auch nichts eintragen, je nachdem, wie ihr in dem Learning Management System, in dem Fall Opal, die Konfiguration wählt. Ich gehe dann auf diese Punkte nochmal kurz ein. Jetzt gehen wir in den Config-File-Tab und hier ändern wir eigentlich nur eine ganz kleine Sache und zwar sagen wir, dass wir die Konfigurationsdatei benutzen, um die Prüfung zu starten. Und der Unterschied ist sehr klein, aber wenn ihr das hier wählt, dann reicht ein Doppelklick auf diese Datei und die Studierenden sind schon in dem Safe-Exam-Browser. Also es ist viel einfacher, als wenn ihr hier nur das als Konfigurationsdatei abspeichert, weil das nicht direkt im Browser immer startet. Das ist aber nur eine Kleinigkeit, macht das Ganze etwas einfacher. Und im Grunde war es das jetzt schon. Also wir haben wirklich fast noch gar nichts gemacht, sind aber so gut wie fertig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Reiter Exam. Und bei dem Reiter Exam müsst ihr hier das Häkchen setzen. Also, dass der Exam Key und Configuration Key genutzt wird. Das ist wirklich essentiell, das ist ganz wichtig. Wenn ihr das nicht macht, dann braucht ihr auch überhaupt nicht den Safe Exam Browser zu benutzen. Okay, und jetzt speichern wir das Ganze einmal ab. Ich speichere immer also unter einem bestimmten Pfad, also Save Settings S. Und zwar speichere ich das direkt auf den Desktop. Das ist für mich einfacher. Und ich vergebe hier irgendwie eine Datei. Starte Prüfung oder ihr könntet dann eben den Prüfungsnamen benutzen, den ihr da habt. Und das speichere ich jetzt hier mal ab. Und jetzt ist es ganz wichtig. Jetzt fragt ihr euch, ja, wollt ihr das verschlüsseln, nicht verschlüsseln? Ich glaube, im Grunde ist es egal, weil das Setup wirklich sehr sicher ist. Also die Verschlüsselung wäre nur sinnvoll, wenn ihr sagt, okay, ich will auf keinen Fall, dass die Studierenden sehen, was ich hier eingestellt habe. Aber das sind so die Standardeinstellungen. Da ist nichts Besonderes drin. Und die Studierenden können das sowieso nicht ändern. Also deswegen sage ich jetzt einfach mal hier ja und speichere das ab. Und jetzt ist ganz wichtig, noch im letzten Schritt, jetzt habt ihr gesehen, die Konfigurationsdatei hat sich geändert, der Konfigurationskey hat sich geändert und diesen Konfigurationskey, den brauchen wir. Das heißt, wir speichern den jetzt hier ab. Ich speichere den einfach, ich kopiere den einfach in die Zwischenablage und den benutzen wir dann in Opal, um die Schnittstelle zwischen dem Safe-Exam-Browser und Opal zu ermöglichen. Das heißt, dieser Schlüssel hier, der ist essentiell, weil ich nur mit diesem Schlüssel dann in Opal reinkomme. Ja, wenn ich die Konfigurationsdatei irgendwie verändere, dann verändert sich dieser Schlüssel und dann sagt Opal, nee, das geht nicht. Okay, dann haben wir jetzt hier alles getan und wir haben unsere Konfigurationsdatei schon. Die ist jetzt bei mir hier, starte Prüfung, SEB endet immer mit SEB und wenn ich dann dort draufklicke, dann würde der Safe-Exam-Browser starten. Bevor wir das ausprobieren, müssen wir allerdings natürlich noch auf der anderen Seite, also bei Opal, auch ein paar Einstellungen vornehmen. Das machen wir jetzt. Und zwar habe ich einen Testkurs angelegt. Und in diesem Testkurs ist nichts Besonderes. Es gibt eine Einschreibung, da habe ich mich auch selbst schon eingeschrieben, damit ich das Ganze demonstrieren kann. Ich habe einen Ordner mit Konfigurationsdatei, da ist die Konfigurationsdatei drin und ich habe einen Test. Ich werde jetzt nicht auf diese Details eingehen, wie man den Kurs einrichtet. Es gibt hier auch noch eine Gruppe natürlich, sonst kann ich mich nicht einschreiben, aber ich denke, das ist den meisten klar. Wem das nicht klar ist, kann das auch gerne im Handbuch
von Opal nachlesen. Also ich gehe davon aus, es gibt so eine Basis und ihr habt schon so einen Kurs. Jetzt schauen wir uns an, was wir im Kurs verändern müssen. Also wir gehen auf Test und dann auf Testkonfiguration. Vielleicht habt ihr jetzt hier noch gar keinen Test, dann könnt ihr den hier importieren. Ich habe einfach irgendwas genommen, was ich gerade zur Hand hatte. Und hier könnt ihr natürlich ein paar Einstellungen vornehmen. Das hängt davon ab, was ihr genau machen wollt. Ich finde es immer günstig, dieses Limitieren hier rauszunehmen, weil es passieren kann, dass zum Beispiel durch technische Probleme eine Prüfung abgebrochen wird und dann eine neue gestartet werden muss. Und wenn hier das Ganze limitiert auf 1 ist, dann kann es zu Problemen kommen. Und an sich ist es kein Problem, hier dieses Häkchen rauszunehmen, weil jeder Prüfungsstart muss von euch eigentlich als Tutor erst genehmigt werden. Und das erreicht ihr durch ein Häkchen hier, Prüfung durch den Tutor starten. Also ich würde das auf jeden Fall anklicken. Dann habt ihr die Kontrolle darüber, wer die Prüfung wie oft startet. Ich werde das jetzt hier nicht anklicken, weil ich bei der Demonstration natürlich einfach mich einloggen will und die Prüfung starten will. Ansonsten kann ich das gar nicht zeigen, weil ich natürlich im SafeXam-Browser nicht parallel noch die Prüfung starten kann. Und das Wichtigste ist jetzt hier, dass ihr den Prüfungsbrowser aktiviert, das heißt die Prüfung nur im SafeXam-Browser starten und ihr bekommt hier einen Prüfungscode. Den müsst ihr euch auf jeden Fall kopieren und notieren. Und es ist auch günstig, wenn ihr das Ganze dann bei der Klausur irgendwie an die Tafel schreibt oder vielleicht auch einfach projiziert, damit die Studierenden, wenn die einmal in den SafeXam-Browser eingehen, dass die dann irgendwo sehen, welchen Code sie eingeben müssen, weil sie können dann nicht einfach irgendwas aus einer Datei kopieren oder aus der E-Mail kopieren. Das geht nicht. Das müssen die wirklich dann per Hand irgendwie eingeben und irgendwo ablesen. Okay, und das Allerwichtigste ist jetzt, dass ihr hier dieses Häkchen setzt, Konfiguration des SafeXam-Browsers prüfen. Dann prüft Opal nach, ob die richtige Konfigurationsdatei verwendet wurde. Wenn nicht die richtige Konfigurationsdatei verwendet wird, dann sagt er, du kannst die Prüfung nicht machen. Und ihr seht jetzt, hier steht bei mir schon etwas drin. Es können also auch mehrere Keys drinstehen, das ist gar kein Problem. Und ich habe jetzt hier schon einen Key drinstehen, damit ich euch das Ganze dann auch zeigen kann, weil dieses Setup ein bisschen kompliziert ist jetzt für das Video. Also wenn ich den SafeXam-Browser einfach so starte, kann ich kein Video aufnehmen. Deswegen erlaube ich hier noch eine andere Konfiguration, die ich eben für das Video brauche. Aber was ihr jetzt macht, beziehungsweise was ich jetzt auch mache, ist einfach diesen Key, den ihr aus dem SafeXam-Browser Konfigurationstool habt, hier einzutragen. Und das gewährleistet dann, dass wirklich nur diese Konfigurationsdateien genutzt werden können. Sobald der Studierende etwas ändert an der Konfiguration, kann er die Klausur nicht mehr starten. Okay, dann nicht vergessen, das Ganze abzuspeichern und dann entsprechend auch zu publizieren. Und dann können wir den Editor schließen und jetzt können wir das Ganze mal ausprobieren. Also es ist jetzt so, dass ich noch eine weitere Konfigurationsdatei habe, die jetzt aber erstmal für euch keine Rolle spielt. Ich würde einfach jetzt hier doppelt draufklicken und dann geht es direkt rein in den Exam-Browser und wir schauen uns an, wie ich mich dort einloggen muss. Ja, das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Und ich komme direkt auf Opal heraus, dann wähle ich hier TU Chemnitz. Wähle mich ein. Und jetzt muss ich einfach den Prüfungscode eingeben. Das heißt, ich komme jetzt hier nicht irgendwie direkt auf Opal raus und muss dort irgendwie in Opal navigieren, sondern jetzt gebe ich den Prüfungscode ein. Deswegen ist es so wichtig, dass der jetzt irgendwo an der Tafel steht oder projiziert wird, weil ich keine Möglichkeit habe, hier irgendwas zu kopieren. Ich gebe den Code hier ein. Dann wird hier die Prüfungsinformation angezeigt. Und ich kann mit der Prüfung beginnen. Und das ist jetzt hier so ein kleiner Test zu Skalenniveaus.
Wir können hier vielleicht ein, zwei Aufgaben lösen. So Schulnoten, welches Skalenniveau? Ich würde sagen, das ist ordinal. Und was haben wir noch? Fassungsvermögen einer Waschmaschine in Kilogramm, das ist sicherlich verhältnisskaliert. Reaktionszeit, verhältnisskaliert. Helligkeit von Leuchtmitteln ist sicherlich ordinal. Und Anzahl der Einwohner verschiedener Städte, das ist bestimmt absolut skaliert. Und wir können den Test abschließen. Okay, also das passt alles. Und jetzt im Grunde bin ich fertig mit der Prüfung und müsste jetzt den Browser einfach beenden. Wichtig ist jetzt hier, wenn ich diese Steuerung durch den Tutor eingestellt habe, dann muss der Tutor erstmal die Leute freischalten. Das heißt, die können nicht einfach sofort mit der Prüfung beginnen, was sinnvoll ist, denn ansonsten würde ich jetzt hier vielleicht einfach nochmal die Prüfung starten können, sofern die Versuche nicht limitiert sind. Okay, dann beende ich das Ganze jetzt. Ich habe ein Passwort gesetzt. Dazu hatte ich ja schon ein paar Infos gesagt. Sonst würde ich hier gar nicht mehr rauskommen und müsste den Rechner sozusagen hart resetten, um hier rauszukommen, was ungünstig ist. Deswegen, wenn ihr den Studierenden eine Konfigurationsdatei gebt, dann müsst ihr da mit dem Passwort aufpassen, ja, dass die nicht in so eine komische Situation kommen, wo die nicht mehr rauskommen. Jetzt wäre natürlich ganz spannend zu sehen, was passiert, wenn die Studierenden versuchen, diese Konfigurationsdatei zu manipulieren. Und das kann ich euch zeigen. Wir starten nochmal den SEB-Konfigurator und verändern jetzt die Datei. Wir müssen die natürlich nochmal laden. So, das war auf dem Desktop, starte Prüfung. Und zum Beispiel könnte ich jetzt einfach sagen, ich erlaube jetzt über dieses Applications-Menü, erlaube ich, dass man während der Prüfung einfach R startet. Das wäre jetzt vielleicht nicht der gravierendste Betrugsversuch, aber es ist nicht erlaubt. Und bevor ich das Ganze speichere, achtet mal hier, was passiert. Das ist der Configuration Key, der endet mit E4D. Den haben wir jetzt auch gerade eingetragen in Opal. Und jetzt speichere ich das Ganze ab. Also ich habe jetzt sozusagen manipuliert als Studierender. Und jetzt seht ihr hier, hat sich der Config-Key geändert, weil ich eben manipuliert habe, verändert sich der Konfigurationsschlüssel und Opal wird das nicht mehr akzeptieren. Wir können das Ganze mal ausprobieren, mal schauen, was passiert. So, jetzt seht ihr erstmal hier unten, ich kann tatsächlich R starten, also eine coole Sache. Und jetzt logge ich mich nochmal ein und wir schauen mal, ob ich nochmal die Prüfung machen darf oder nicht. So, nochmal den Prüfungscode. Und jetzt sagt er mir hier Folgendes: Diese Prüfung darf nur in einem speziell konfigurierten Prüfungsbrowser absolviert werden und die Konfiguration Ihres SEB entspricht nicht den geforderten Kriterien. Das heißt, wenn jemand versucht, diese Datei zu manipulieren, kann er einfach nicht an der Prüfung teilnehmen. Das funktioniert also so, wie wir uns das vorstellen und somit können wir das Ganze hier schließen. So, jetzt bleibt eigentlich nicht mehr so viel zu tun. Die Dozenten, die die Prüfung machen, müssten jetzt einfach nur noch diese Datei den Studierenden zur Verfügung stellen, müssten denen erklären, dass sie den SafeXam-Browser auf jeden Fall installiert haben müssen auf ihrem Laptop und dann zum Beginn der Prüfung einfach doppelklicken auf die Konfigurationsdatei. Am besten lässt sich das sicherlich in dem Kurs direkt erklären. Also hier ist eine kurze Beschreibung, man muss sich einschreiben, man muss den SafeXam-Browser installieren. Also hier ist der Link und die Anleitung und dann klickt man einfach doppelt, also beziehungsweise lädt sich die Konfigurationsdatei herunter erstmal. Die habe ich hier in den Ordner gepackt, die kann ich einfach hier herunterladen. Und wenn ich da jetzt draufklicke, dann geht die Prüfung los. Also es ist eigentlich kein so großer Aufwand. Ich kann jetzt hier nicht draufklicken. Liegt daran, dass das eine andere Konfigurationsdatei, das ist eigentlich die, die relevant ist für euch. Aber wenn ich die starte, dann kann ich kein Video aufnehmen, weil natürlich der SafeXam-Browser das verhindert. Deswegen arbeite ich jetzt hier nur für das Video mit diesen zwei Konfigurationen für die tatsächliche Klausur
reicht es dann aus, meistens mit einer Konfiguration zu arbeiten. Und tatsächlich die, die jetzt online steht, ist die hier, also die ihr hier runterladen könnt. Und das könnt ihr auch gerne zu Hause einfach ausprobieren. Ladet euch mal den SafeXM-Browser herunter, diese Konfigurationsdatei, und dann probiert, ob ihr das Ganze starten könnt. Dafür braucht ihr natürlich den Mint. Ich logge mich nochmal kurz ein, um den Code zu sehen, dass ihr euch den nochmal notieren könnt. Ja, genau. Also, das hier braucht ihr dann die 169317 5533. Die müsstet ihr dann eingeben. Und wenn das bei euch funktioniert, dann könnt ihr gerne auch unter das Video posten, ja, das klappt. Und vielleicht hier nochmal kurz zu erklären, eigentlich braucht ihr, also diese Konfigurationsdatei, die ihr runterladet, das ist eigentlich dieser Key hier. Das habe ich, glaube ich, vorher falsch erklärt. Und diese zweite Konfigurationsdatei ist für mich, dass ich sozusagen das Video aufnehmen kann. Also ist ein bisschen tricky, aber ist halt nur jetzt für diese Instruktion. Ansonsten ist es nicht so kompliziert. Tatsächlich, wenn ihr mal das überlegt, ihr müsst nur den SEB-Konfigurator starten, die URL eingeben und vielleicht ein Quit-Passwort setzen. Dann holt ihr den Key raus, tragt ihn hier ein und dann seid ihr schon durch. Also im Grunde, wenn ihr das schon mal gemacht habt, dann habt ihr das in 5 Minuten als Dozenten locker geschafft. Problematischer ist es vielleicht tatsächlich, den Studierenden dann zu erklären, dass sie den SafeXM-Browser auf jeden Fall installieren müssen und auch diese Datei hier herunterladen müssen. Aber es ist alles zu machen und ich denke, der SafeXM-Browser ist eigentlich nicht mehr wegzudenken aus der, von der digitalen Klausur, weil wir natürlich sicherstellen müssen, dass das Ganze fair ist und dass nicht jemand betrügt. Das ist auch ein Anspruch von Professionalität. Ja? Also als Universität wollen wir natürlich sicherstellen, dass wir richtig prüfen und dass die Bedingungen fair sind. Und ich denke, da kommen wir um so ein Setup nicht drum herum. Und der Aufwand ist ja auch nicht so groß. Ich denke, derzeit wird sich das Ganze durchsetzen. Okay, das war's jetzt zu der Dozentenseite. Zu der Studentenseite gibt es eigentlich auch nicht viel mehr zu sagen. Also eventuell bei Bedarf mache ich dazu noch ein Video. Im Grunde muss man nur den SafeXM-Browser herunterladen, installieren. Das sind ein paar Klicks, da kann es vielleicht Probleme geben, aber die meisten bekommen das sicher hin. Und dann öffne ich einfach diese Konfigurationsdatei. Und vielleicht ist es auch dann so, dass man zu jeder Klausur eine andere Konfigurationsdatei bekommt. Aber solange die hier in dem Kurs drin ist, ist es kein Problem. Ich gehe einfach auf meinen Kurs, lade mir die Datei herunter. Kann ich auch schon vor der Klausur machen. Dann habe ich meine vielleicht 4 Konfigurationsdateien, benenne die nach den Klausuren und starte die dann einfach, wenn die Klausur beginnt. Okay, das war jetzt schon ziemlich viel Input. Hast du noch offene Fragen? Dann kannst du die gerne unter das Video posten. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn du das als nützlich empfindest, dann lass doch gerne ein Like da. Und das ist natürlich auch ein relativ frischer Kanal, gibt es noch nicht so lange. Und ich freue mich über jeden Abonnenten. Also, wenn es dir gefallen hat, abonnier doch gerne. Ansonsten sehe ich dich vielleicht beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.